Heute machen wir eine Pilates-Sequenz. Du beginnst im Sitzen mit angewinkelten Knien. Nimm deine Arme nach vorne und rolle dich Wirbel für Wirbel zurück. Senk die Arme neben dem Körper. Zieh deine Knie zur Brust und hebe dann den Kopf für 100. Pump die Arme. Atme 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Streck deine Beine aus und pumpe kraftvoll weiter. Senk die Beine noch ein Stück tiefer. Vertiefe deinen Bauch nach innen. Halte die Arme, beug die Knie und senk den Kopf ab. Stell deine Füße auf. Streck die Beine auf der Matte lang und heb die Arme zur Decke für den Roll-up. Heb den Kopf, roll dich auf, zieh dich nach vorne. Roll dich zurück und zieh die Arme weit nach hinten. Heb die Arme, heb den Kopf, roll dich weit nach vorne, versuch mit den Handgelenken über die Fußspitzen zu kommen und roll dich zurück, während du deine Beine herausziehst. Einatmen, Kopf heben, ausatmen, Deep Stretch. Roll zurück. Und ausatmen, Arme nach hinten. Atme ein und aus, weit nach vorne. Und roll dich zurück, Wirbel für Wirbel. Arme weit nach hinten. Letztes Mal zum Sitzen. Rolle dich jetzt auf. Für den Rollover streck die Arme nach vorne. Roll dich zurück, hebe das Becken hoch, flex die Füße, öffne die Beine und roll tief, 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 Beine zusammen. Roll over, verzögern, öffnen, roll tief, 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 letztes Mal, leise und leicht. Und tief, andersrum, öffne die Beine, überrollen, verzögern, schließ die Beine. Roll tief, öffnen, aus dem Powerhouse, lift up, vertief den Bauch nach innen. Die letzte Wiederholung und abrollen. Senk deine Beine auf die Matte, halte das rechte Bein oben, kreise das Bein nach innen und hoch, kreisen und hoch, zweimal noch und hoch, kreise in die andere Richtung. Halte das Becken stabil und zieh das Bein Richtung Decke. Hebe deinen Kopf, dreh die Handfläche nach oben und heb das linke Bein 10 cm. Kreise, kleine Kreise, viermal nach innen, viermal nach außen. Lass deinen Atem fließen. Senke dein Bein und Kopf, wechsel das Bein. Stabilisiere dein Becken, kreisen und hoch, kreisen und hoch, ziehen und hoch. Letztes Mal in die andere Richtung. Lass deine Schultern weit geöffnet und lass den Atem ganz natürlich fließen. Heb den Kopf und das Standbein, vier Kreise nach innen. Initiiere die Bewegung aus der Körpermitte. Und vier Kreise nach außen. Diese Kreise sind etwas kleiner. Senke das Standbein und Kopf. Nimm die Arme zur Decke. Rolle dich auf und rutsch nach vorne für Rolling like a Ball. Mach dich rund und balanciere. Roll zurück. Nach vorne. Halte Balance. Roll zurück. Nach vorne. Balance. Roll so leicht, wie du kannst. Variation. Streck Beine und Arme hoch. Roll zurück. Streck zur Decke. Ziehe zu den Fußspitzen. Und ziehe zur Decke. Und lift up. Senk die Füße und rutsch wieder nach hinten. Für Single Leg Stretch, rechtes Knie zur Brust ziehen, nach hinten abrollen, wechsel das Bein.
und wechseln und ziehen. Jedes Mal, wenn du das Knie hier anziehst, atme aus und zieh den Nabel zur Wirbelsäule. Wenn es dir möglich ist, halte die Ferse nah am Po. Beug beide Knie für Double Leg Stretch, streck Beine und Arme hoch, kreise die Arme. Atme ein, ausatmen, kreisen. Jedes Mal, wenn du ausatmest, lass deine Schultern weich werden. Ein letztes Mal für die Scissors. Rechtes Bein greifen, wechseln, pump. Ziehen, 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 ziehen. Mach das weiter und atme ganz natürlich. Für Low and Lift schließe deine Beine und nimm die Hände an den Hinterkopf. Senk die Beine tief, zieh nach oben, stopp. Tief, hoch und halten. Einatmen, ausatmen, Nabel reinziehen. Eine letzte Wiederholung. Beug die Knie, crisscross. Dreh dich von Seite zu Seite. Achte hier darauf, dass das Becken ganz stabil auf der Matte liegt. Die Drehung kommt aus der Wirbelsäule. Du schaust nach hinten zum Ellbogen. Beug deine Knie und senk den Kopf ab. Stell die Füße kurz auf. Streck die Beine und Arme auseinander. Gönne dir einen Stretch. Jetzt heb deine Beine zur Decke. Flex die Füße und öffne die Beine. Heb den Kopf und roll dich kontrolliert zum Sitzen auf für Spine Stretch Forward. Atme aus, roll dich ein. Einatmen, gerade sitzen. Ausatmen, nach vorne ziehen. Jedes Mal, wenn du dich nach vorne einrollst, ziehst du deinen Bauch nach hinten und oben und findest ein Gefühl der Dehnung in der Rückseite des Körpers, vom Steiß bis zum Scheitel. Halte dabei deine Knie soft. Beginne zu pulsieren hier unten. Variation. Pulsieren dreimal und roll dich hoch. Und pam, 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 roll dich auf. Schließe deine Beine für Open Leg Rocker. Vorbereitung. Balanciere. Streck die Beine mit Kontrolle aus und öffne sie. Und dann wieder beugen. Strecken, öffnen und beugen. Strecken, öffnen und beugen. Jetzt halte die Beine gestreckt. Roll dich zurück, nach vorne und balanciere. Zurück, nach vorne, balanciere. Du kannst auch die Beine leicht angewinkelt lassen. Wichtig ist es, dass deine Wirbelsäule in der langgezogenen C-Form bleibt. Die letzte Wiederholung. Schließe die Beine für Corkscrew. Roll dich nach hinten, heb das Becken hoch, verzögern. Roll nach unten und kreise die Beine. Lift up, verzögern. Abrollen, kreisen und lift up. Kreisen und hoch. Kreisen und hoch. Roll dich langsam ab. Öffne deine Beine und flex die Füße. Roll dich zum Sitzen auf für die Säge. Öffne die Arme zur Seite. Dreh dich nach rechts, atme ein. Beug dich nach vorne, atme aus.
hoch und twist, twist, twist und beug dich nach vorne. Jedes Mal, wenn du dich aufrichtest, schaust du nach vorne und machst dir bewusst, dass die Wirbelsäule komplett aufgerichtet wird. Jedes Mal, wenn du nach vorne dich beugst, achtest du darauf, dass die Schultern tief bleiben. Jetzt federe nach vorne dreimal und verzögere beim Aufrichten. Das ist die Säge, die Außenkante der Hand ist an der Außenkante des Fußes. Nimm jetzt die Arme nach vorne und roll dich zurück. Setz dich in den Schneidersitz und spring oder laufe nach hinten mit den Füßen, komm in die Bauchlage. Streck die Arme nach vorne, mach einen Kreis und setz sie erneut unter die Schultern. Such die Länge von Füßen bis zum Kopf für die Mini-Cobra. Beginn dich nach oben zu rollen, atme ein. Geh nach unten, atme aus. Mach die Mini-Cobra klein. Achte auf den unteren Rücken. Der soll lang sich anfühlen. Für Neckroll. Roll deinen Kopf nach oben. Heb die Schultern. Schau nach rechts. Kreise den Kopf. Schau nach links. Kreise den Kopf. Und roll tief. Atme ein. Schau nach links. Ausatmen, Kopf kreisen. Nach rechts. Für den Swan. Heb deinen Kopf und schaukele. Eins, zwei, drei. Und komm in die Rest Position. Nimm die Arme zum Körper. Roll dich auf. Dreh dich auf die Seite und nimm die Hand an den Hinterkopf. Deine Schultern sind übereinander, deine Hüfte sind übereinander. Das Bein ist ausgedreht und herausgezogen. Kick front, kick back. Vor und zurück. Wenn du das Bein nach hinten ziehst, vertief deinen Bauch nach innen. Stabilisiere das Becken. Bring die Hand an den Hinterkopf. Kick. Front, kick back. Atme ein, scoop aus. Drücke das Standbein kraftvoll gegen die Matte. Dreh dich nach vorne. Kick front, kick back. Such die Länge vom Fuß bis zum Ellbogen. Jetzt dreh dich weit nach hinten und wieder weit nach vorne. Innenspirale und Außenspirale. Bleibe vorne und verzögere hier. Richte dich wieder auf und stell die Hand vorne auf für Up and Down. Bein ausdrehen, Kick, tief, hoch, tief, hoch, tief. Achte besonders darauf, dass das Bein ausgedreht bleibt. Variation mit dem Flex und Point. Hand am Hinterkopf, das Tempo steigern, up, down, up, down. Stell das Bein vorne auf, das Knie schaut nach oben, das gestreckte Bein ist jetzt in eine Linie mit der Wirbelsäule, hebe das Bein, senke. Die Innenseite von deinem Oberschenkel zieht sich zusammen, um das Bein kontrolliert zu heben.
dein Fuß ist gestreckt. Die letzte Wiederholung. Jetzt setze dich auf und bring die Beine zur anderen Seite. Komm in die Ausgangsposition, bring die Beine nach vorne. Achte darauf, dass dein Spielbein ausgedreht ist. Kick. Front, kick back. Nach vorne und zurück. Drück die Außenkante vom Standbein gegen die Unterlage und zieh deinen rechten Rippenbogen in den Körper rein. Wenn du möchtest, nimm die Hand an den Hinterkopf, Kick nach vorne, Kick zurück. Schiebe deine rechte Ferse weit heraus und stabilisiere dadurch das Becken. Die Variation mit dem Drehen. Du gehst in die Innenspirale und in die Außenspirale. Wie fühlt sich diese Seite an im Vergleich zur anderen Seite? Sind die Seiten identisch oder merkst du einen Unterschied? Bei der nächsten Wiederholung kannst du vorne bleiben und verzögern. Richte dich wieder auf. Für Up and Down setz die Hand vorne auf. Kick. Up, down. Up, down. Du kannst jetzt variieren, indem du den Fuß flexst und pointest. Pointe den Fuß und flex. Leichte Kick nach oben. Mit Widerstand nach unten. Stell das Bein vorne auf und bring das ausgestreckte Bein in eine Linie mit der Wirbelsäule. Hebe das Bein, senke. Vielleicht magst du dir vorzustellen, du hättest eine Tasse Kaffee auf deinem Fußgelenk stehen und die hebst du behutsam nach oben. Und nach unten. Jetzt dreh dich auf den Bauch. Für die Vorbereitung für Swimming. Such die Länge vom Kopf bis zu den Füßen. Heb diagonale Bein und Arm. Wechsel. Schau bitte, dass du deine Schultern weit auseinander hältst. Heb beide Beine und Arme und schwimm. Schlage kraftvoll nach oben. Roll die Zehen ein, stütz unter den Schultern, drück dich hoch und erhole dich in der Kindeshaltung. Rolle dich auf. Setz dich auf für Mermaid Stretch. Nimm deine Füße nach rechts. Achte auf das Knie. Such die Länge im Körper und bring den linken Arm nach oben. Beuge dich zur Seite, richte dich auf. Zur anderen Seite, zurück zur Mitte. Einatmen, stretch, ausatmen, Mitte. In die seitlichen Rippen einatmen und zur Mitte ausatmen. Wechsel die Seite. Such die Länge, den rechten Arm nach oben, einatmen in die rechte Seite, ausatmen zur Mitte.
Stell dir vor, wie die Flanken auf der Seite sich ausweiten und zwischen den Rippen mehr Raum entsteht. Letztes Mal. Setz dich auf und schließe deine Beine. Roll dich zurück, nach vorne und balanciere. Zurück, nach vorne, balanciere. Die letzte Wiederholung. Danke, dass du da warst.